trotz gemischten Wetters bin ich mit meinem Bruder auf dem Flohmarkt gewesen und wir haben sogar was gefunden. Was seht ihr gleich? Das Wetter war heute ein bisschen seltsam. Also einerseits, jetzt scheint die Sonne, doch heute Morgen, als wir jetzt auf zwei Flohmärkte gehen wollten, war es leicht genieselt und immer so ein bisschen mal nieseln, dann wieder nichts. Und gestern Abend hatte es auch schon so ein bisschen geregnet, somit war schon klar, dass sehr viele nicht unbedingt auf dem Flohmarkt sein werden. Wir sind auf zwei verschiedenen gewesen. Auf dem zweiten kann ich euch gleich sagen, der war diesmal sehr, sehr klein. Vielleicht gerade 10 Stände. Da waren zwar 2, 3 interessante Sachen, aber die waren preislich auch dann viel zu hoch. Und dann haben wir auch gar nichts davon mitgenommen. Aber beim ersten Flohmarkt, trotz Regen oder Nieselregen, das war ja so ein leichter Regen, der immer schlecht für Bücher ist, für DVDs, für Spiele, weil die Cover auch, sind ja Papier. Also, und Bücher, ja, die kannst du danach wegschmeißen, wenn du nicht aufpasst. Dennoch, ja, haben wir Glück gehabt. Viele haben uns auch abgedeckt. Deswegen musste man teilweise 3-mal rüberlaufen, um alles zu sehen, weil immer wieder zwischen den Intervallen, ja, wenn es geregnet hat, schnell wieder abgedeckt. Dann hat man diese dunklen Planen. Was will man machen? Ja, deswegen. Aber wir haben echt schöne Sachen gefunden. Aber bevor ich zu dem Flohmarkt komme, komme ich zu einem anderen kleinen Flohmarkt. Ich war gestern am Samstag auf einem kleinen, ja, Transformers-Treffen, Fan-Treffen, so, die ich aus meiner Facebook-Gruppe kenne. Also Grüße an euch alle und einer von ihnen hatte so eine kleine Wühlkiste mit Stuff. Habe ich mir so ein paar kleine Waffen für meine Figuren ausgesucht, aber interessant vielleicht eher zu zeigen. 3 Mask-Figuren waren auch dabei. Es war alles zum ganz, ganz günstigen Kurs, deswegen gehe ich auch auf den gar nicht weiter ein, aber es war ein fairer, ja, Bro-Price, kann man so sagen. 3 Mask-Figuren. Einmal ihn hier von Jack Hammer, ich habe den Namen jetzt gerade nicht so drauf. Und einmal sie. Und einmal hier ein Clone mit Maske. Auch richtig cool. Mask-Figuren, ja, ich sammle Mask sporadisch. Und was ich so finde, nehme ich gerne mit. Ich weiß noch nicht genau, was ich davon alles sammle, welche Fahrzeuge noch oder... Ach, ich bin ja auch damit aufgewachsen. Ich nehme sie immer gerne mit. Für mich ist das auch Kindheit. Und ihn hier finde ich zum Beispiel auch richtig cool. Ja, die gab es, wie gesagt, für den Bro-Preis und da freue ich mich sehr drüber. Gerade die Maske. Die Maske ist zwischen, also man kann sie noch abnehmen, vorsichtig. So, hier kann man sie abnehmen. Ist etwas hart, aber auch gleichzeitig noch ein bisschen weich. So eine, gerade eine Mischung aus beiden. Macht sie aber wirklich gut. Ja, gut, das war das eine. Aber kommen wir zu den Sachen, die heute auf dem ersten Flohmarkt, und dem, wie gesagt, auf dem zweiten gab es nichts, also auf dem Flohmarkt zu finden waren. Mit was Interessantem, eigentlich schließe ich damit an, letzte Woche, wo ich ein Sindbad-Kartenspiel aus den Anfang der 80er gefunden habe, jetzt habe ich ein Pinocchio Mau Mau gefunden. Also richtig cool, auch vollständig, das ist von 1977. Lediglich, glaube ich, die Hülle ist nicht die echte, die klemmt ein bisschen. Deswegen habe ich sie auch nicht ganz zusammengeschoben, aber es ist vollständig und noch im sehr guten Zustand. Ja, ist halt auch ein Kindheitsteil, kann man so sagen. Das gleiche gilt für 3 Hörspielkassetten, habe ich mitgenommen. Achso, das gab es für 1,50 €. Ja, dann 3 Kassetten und da gab es ein paar Spiele. Ich glaube, wir haben zusammen 5 € bezahlt für den Ganzen. Also es war wirklich sehr, sehr günstig mit, ja, mit 4 Spielen. Also in dem Sinne, da braucht man gar nicht reden. Also in dem Sinne, sagen wir mal, ist knapp 50 Cent, 50 bis 75 Cent das Stück. Da haben wir einmal Susi und Strolch von Disney, auch eine ältere Version. Dann das Tal der Abenteuer von Enid Blyton. Ist eine etwas neuere Auflage hier zu, original zur ZDF-Serie. Das ist jetzt eine Version. Es gibt, glaube ich, da auch andere Auflagen schon. Die ist von 1996. Ich glaube, es gibt auch, wie gesagt, ein bisschen anders. Ich kenne die Serie noch nicht so, aber sieht man eben halt seltener. Die Abenteuerreihe von Enid Blyton ist auch gar nicht so schlecht. Ich habe es aber nie so verfolgt. Also eine gute Gelegenheit, das mal zu machen. Und auch ein Klassiker. Basis am Objektiv, aber hier in einer etwas späteren Auflage. Aber wie gesagt, für den Preis, also hier sieht man die durchsichtigen
Kassetten. Ja. Sehr interessant war noch eine Kassette, die ich, also wie gesagt, Basil der Mäusedetektiv, auch ein Klassiker. So, Punkt. Ich bin zu schnell schon in meinem Reden. An einem Stand lag noch eine Kassette, die ich gern mitgenommen hätte. Falls das Cover zeigt, das war auch aus dieser Disney-Reihe. Nummer 4 war auch vom Dschungelbuch noch eine weitere Geschichte, aber leider war die Kassette nicht dran. Es war wirklich nur das Cover und das habe ich dann nicht mitgenommen. So. Wüsste ich auch nicht wieso. Kassettenlose in der Art findet man zwar auch, aber es ist jetzt nicht so das, was man sagt, da brauche ich, da nehme ich die Kassette einfach mit. Gut, dann kommen wir erstmal zu Filmen. Ich habe ein paar Filme gefunden mit meinem zusammen. Ja, also ein paar die Blu-rays, einfach ein paar Upgrades sind auch dabei, aber auch eben halt ein paar, die wir jetzt so noch nicht in der Sammlung hatten. Oder einfach gesagt hat, komm, nehmen wir für die Sammlung einfach auf. Damit man hat ja eh nicht genug. Und zwar gab es für 2 Euro, ja genau, die beiden gab's, die ersten beiden gab es jetzt für 2 Euro. Einmal Alice im Wunderland mit Johnny Depp. Auch ein sehr schöner Film, also finde ich durchaus gelungen. Sehr unterhaltsam, auch sehr gut gemacht von Tim Burton. Dann gab es den Roland Emmerich Film The Day After Tomorrow. Ein schönes Upgrade, auch ein richtig guter, einer der guten Filme wirklich von ihm. Mit Dennis Quaid und Jack Gyllenhaal, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Genau. Genau. Die beiden sind auch die wichtigsten Hauptdarsteller da. Die anderen kennt man zwar auch, aber wenn ich euch die Namen nenne, wisst ihr gar nicht, von wem ich rede. Es wird ein Upgrade sein. Ich habe die Special Edition der DVD gehabt. Der einzige Unterschied ist, es gibt auf der DVD eine wunderbare Klimadoku über die Klimaverhältnisse. Das ging ja hier um Klimawandel auch. Die ist hier leider nicht drauf vertreten auf der Blu-ray. Eigentlich sehr schade. Ansonsten ein unterhaltsamer Film mit einer leichten Botschaft. Also die Botschaft ist durch die Situation drin, aber der Film ist ja mehr auf Unterhaltung getrimmt. Auch auf Unterhaltung getrimmt, obwohl es ein Kriegsdrama ist, hier in so einem Steelbook Collector's Edition Pearl Harbor. Gab es für 3 Euro. Ich habe den Klassiker in der Standardfassung, im Director's Cut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gerade, habe noch nicht genau gesehen, welche Fassung das ist. Sie geht über 183 Minuten. Ja, hier Ben Affleck, Cuba Gooding Jr., John Voight, Dan Aykroyd, Tom Sizemore spielen mit. Daneben halt ja Kate Beckinsale, Josh Hartnett, also großartig, Hans Zimmers, großartige Musik. Er ist unterhaltsam, ist vielleicht ein bisschen heroisch, diese Situation, aber trotzdem gar nicht so schlecht. Wie gesagt, das Steelbook gab es für einen guten Preis und ich hatte ihn noch nicht auf Blu-ray. Ja, man kann ihn auch gucken auf, ich glaube Disney Plus hat ihn, glaube ich. Ja, genau, das ist der Touchdown seit Disney. Das heißt, der könnte auf Disney Plus sein, aber ich bin ja physischer Sammler, also muss das da auch sein. So, für 2 Euro jeweils, ja, 2 weitere gab es dann auch auf unterschiedlichen Händlern, aber das Haus der geheimnisvollen Uhren, ein wirklich unterhaltsamer, ja, leichter Abenteuerfilm mit Jack Black. Auch er spielt sehr gut und das andere ist hier Kate Blanchett. Genau, Kate Blanchett. Kyle MacLachlan spielt noch mit, auch richtig gut. Also der ist wirklich, kann ich euch auch empfehlen, richtig unterhaltsamer Film. Und eine Komödie, die ich sehr gerne geguckt habe und immer wieder gut ist. Und dann kam Polly, Ben Stiller, Jennifer Aniston. Also kann ich auch nur empfehlen. Ja, und Rudolfo, das Tierchen, auch nicht zu überschätzen. Das einzig Lustige, wenn ihr euch genau dieses Motiv anguckt, das sind die Gesichter in diese Körper rein retuschiert. Gerade bei Ben Stiller sieht man das. Er hat zwar eine hohe Stirn, aber die ist schon ein bisschen zu hoch. Also, ja, so Tricks, die auch Hollywood-Models nehmen die Covers auf und dann werden nur die Gesichter rein gesetzt. War bei Pretty Woman ja auch so, obwohl das da sehr viel genialer gemacht war und nicht so aufgefallen ist. So, dann gab es noch für je 2,50, das war bei einem Stand zusammen, 2 Disney Blu-rays. Einmal hier Blu-ray und DVD mit Susi und Strolch. Schön, so mit so einem Leuchtschuber oder, ja, kann man so sagen, so ein Schuber. 2 Disc-Set, ja, weil die DVD dabei ist. Ansonsten haben wir hier Der Glöckner von Notre Dame. Auch ein cooler Disney-Film.
Ich muss ganz ehrlich sagen, den habe ich vor 10, 20 Jahren zuletzt gesehen. Also eine gute Gelegenheit, ihn sich nochmal anzugucken. Ja, und auch diese Filme haben wir auf Disney Plus, aber physisch. So, dann geht es weiter mit Games. Ich greife vor. Für 5 Euro gab es ein Brettspielteil. So, mehr kann ich nicht dazu sagen. Die Legenden von Andor, der Sternenschild, das ist dieses Add-on zu diesem Spiel, die Legenden von Andor aus dem Kosmos Verlag. Aber es ist, wie gesagt, die Erweiterung, komplett zielt, also neu. Ist ein Fantasy-Spiel, also ich weiß nicht, wie es geht. Mein Bruder und ich fanden das eigentlich ganz interessant mal, haben uns aber auch gar nicht damit beschäftigt. Aber eben halt Erweiterungen zu finden, sind schon recht selten. Das war zielt. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, für 5 Euro. Oder ich habe gesagt, für 5 Euro nehme ich das Ding mit. Das macht sich ganz gut. Man kann es mal ausprobieren. Ja. Und jetzt gehe ich noch ein Stück zurück. Es kommen ja auch noch Computerspiele. Keine Angst, keine Angst. Wir haben auch Computerspiele interessanterweise gefunden. Also wir haben 3 Runden insgesamt fast auf dem Flohmarkt gemacht, da auf diesem einen, weil wir mussten ja mal gucken, abgedeckte Tische, dann mit dunklen Plastikdecken, sodass man nicht mal sehen konnte, was da war. Und unter den Tischen war sehr viel verstaut, man hat ein bisschen anders geguckt. So, dann gab es, ich glaube auch für 2 oder 3 Euro das Stück oder so ähnlich, da hat mein Bruder zugegriffen, das eine Buch ist ein bisschen abgegriffen, das andere nicht, aber sehr spaßig, und zwar 2 Sachbücher zu Star Wars, das Buch der Sith, das Buch der Sith und das Buch der Jedi. Das sind beides Bücher, so, die so geschrieben wurden, als ob die von Luke Skywalker gefunden wurden und die Geschichte der Jedi zeigen, hier so Kampftechniken mit Notizen dran und also ein bisschen in dem Stile, als ob er die in seinem Jedi-Tempel auch bewahrt und damit die Jedis wie soll man sagen, belehrt. Also hier wird die ganze Geschichte von Jedi und Sith erzählt. Darum geht es eben halt so ein bisschen. Und so als ob das eben halt zusammengesetzte Bücher sind. Ist auch richtig schön gemacht, also richtig designt. Und ja, mit vielen Informationen gab es ja auch nicht so viel Geld. Deswegen sind das recht angenehme Bücher. Und für Star Wars Fan haben wir gesagt, nehmen wir mit. So. Dann habe ich nochmal ein Buch für 50 Cent mitgenommen. Ich habe es eigentlich, aber nicht in dieser Version. Und zwar habe ich Scotland Yard, der Hundemensch vom Hyde Park, gefunden als Taschenbuch. 50 Cent habe ich dafür bezahlt. Ich habe es als, es gibt auch gebundene Versionen davon, aber ich habe noch kein einziges in Taschenbuchform, und ich mag manchmal so Bücher, die ich irgendwie mag, auch mal eine andere Version zu haben, und das hat sich jetzt ergeben. Oft findet man die nicht. Es war auch noch ein Hardcover in der Grabbelkiste davon, hätte ich auch mitnehmen können, aber ich habe es bereits und ich weiß jetzt nicht, wer es noch sammelt, deswegen habe ich es jetzt nicht so mitgenommen, aber wie gesagt, 50 Cent, Scotland Yard, der Hundemensch im Hyde Park, auch nur zu empfehlen. Genau. Und dann kommt ein meiner Lieblingsthema. Ich habe 5 3-Fragezeichen-Bücher gefunden. Alle zusammen für einen Zehner. Also in dem Sinne 2 Euro das Stück. Und zwar, was haben wir denn hier Schönes? Außer ein bisschen Staub noch, den ich vorhin beim Wischen nicht gefunden habe. Die haben hier Der Fluch der Medusa. Dann haben wir Und der weiße Leopard. Spiel fand ich jetzt nicht so gut. Mal sehen, ob das Buch besser ist. Man kann ja auch direkt vergleichen. Ich vergleiche dann ganz gerne, was so weggelassen wurde. Ich fand, hier waren ein paar gute Ideen, aber irgendwie wirkte das Hörspiel nicht ganz. Ja, irgendwas fehlte da. Ich habe ein Review oben auf www.shortreview. Jetzt verspreche ich mich selbst bei meiner eigenen Nennung der Website. Ihr seht ja oben immer die Webseite www.shortreview.de. Dort habe ich so 3 Fragezeichen zu den Hörspielen und ein bisschen mehr zu 3 Fragezeichen immer mal so Reviews gemacht. Da könnt ihr nachlesen. All diese habe ich, fast all diese besprochen bereits. Und jetzt lese ich die Bücher einfach mal nochmal so. Hier haben wir Und die verlorene Zeit. Das Hörspiel ist jetzt auch nicht so berauschend, aber ich musste nochmal überlegen, was ich dazu wirklich geschrieben habe. Ich erwähnte, ja, ich fand es nicht so dolle. Da war eine gute Idee drin.
Aber irgendwie wirkte das so ein bisschen, ja, komisch. Na, ich muss es nochmal genau hören und vergleichen. Also ist keine schlechte Geschichte mit vielen guten Ideen, aber irgendwie war es, glaube ich, auch nicht ganz zu Ende gedacht. So fühlte sich das wohl an beim Hörspiel, aber egal. So, zwei weitere, dazu kann ich noch nichts sagen. Das Hörspiel ist noch nicht draußen, es ist auch eine neuere Buchveröffentlichung, Der dunkle Wächter. Das Hörspiel wird, glaube ich, noch kommen. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr noch kommt oder nächstes Jahr. Durchaus möglich, aber das ist auch schon das neuere Format. Ihr seht hier, das ist noch das ältere. Die haben ein neues Format, neues Druckmache. Sind größer, finde ich ein bisschen blöde, weil mein Regal auch entsprechend ist. Aber egal, ich bin mal gespannt, das kenne ich noch gar nicht. Ich habe jetzt auch gerade ein älteres Buch geschnappt, Unter Jadekönig, das lese ich gerade aktuell. Das Hörspiel ist auch ganz okay, auch ganz nett gewesen. Der Roman ist auch unterhaltsam, das kann ich wirklich anders sagen. So, und da bin ich auch gespannt, das ist noch wie neu, und zwar die drei Fragezeichen, Der verrückte Professor. Escape-Krimi zum Mitraten, ich habe jetzt den Aufkleber hier drauf gelassen, sonst habe ich nämlich immer alles ab. Ein Auftrag, ein Rätsel, deine Mission. Ich kann dazu noch nicht so viel sagen. Das ist so eine Geschichte mit Hilfe von Rätseln. Und dann kann man, wenn man irgendwie braucht, immer hinten die Lösung rausruppeln. Das ist noch gar nicht geschehen. Die sind noch alles top. Und das ist das einzig Schade dabei, dass man sozusagen diese Sachen freirubbeln muss. Man die ganzen Hinweise und das ist alles noch top. Na, nicht ganz top. Hier sind schon mal Notizen gemacht worden. Man hat es versucht anzugehen, aber man hat diese, wenn ich es richtig sehe, diese Hinweise nicht gerubbelt. Ist eine andere Art Buch. Ich bin mal gespannt, wie sich das Buch liest. Oder mal, will ich mal ausprobieren. Wie gesagt, gab es für 2 Euro. Und in dem Sinne, für meine 3-Fragezeichen-Sammlung, die ja auch mittlerweile groß ist, obwohl ein großer Teil der Bücher habe ich dann meiner Schwester überlassen. Die liest sie auch gerne. Also in dem Sinne habe ich schon sehr viele Bücher. Wow, nicht zu glauben. So, aber ihr wolltet gar nicht so viel über die 3 Fragezeichen wissen. Ihr wolltet wissen, was ich an Computerspielen gefunden habe. Das ist ja das meistens, was euch am meisten interessiert. So, und wo ich die Hörspiele mitgenommen habe, habe ich auch 4 Spiele mitgenommen. Oder in dem Sinne auch mein Bruder. Das sind interessanterweise PC-Spiele gewesen. Aber keine, ja, schon besondere PC-Spiele, weil es Adventures sind. Und zwar gab es da einmal King's Quest 7, auch ein richtig klasse Adventure, in Comicform von Sierra. Also kann ich auch wirklich nur ans Herz legen, wer sich mit Adventures beschäftigt. Myst 4 Revelations, das ist so ein Ego, aus der Ego-Sicht so ein Adventure, wo man Rätsel lösen muss, ist sehr ruhig. Aber hier scheint es auch so ein paar Live-Action-Szenen zu geben. Auch unterhaltsam auf jeden Fall. Und dann gab es 2 Monkey Island Spiele. Wie vollständig die sind, muss ich nochmal genau vergleichen. Hier haben wir einmal aus der Classics-Reihe Flucht von Monkey Island. Hier ist aber jetzt kein Handbuch dabei. Und 2 CDs. Hier ist dies mich, also das Handbuch scheint auf der CD zu sein, aber ich habe das auch bei mir im Regal. Da muss ich nochmal vergleichen, ob das so wirklich ohne war, aber egal, für den Preis kann man es wirklich mitnehmen. Und genauso aber auch selten zu finden, Tales of Monkey Island, da muss ich auch gucken, ob es ein Handbuch gab. Ich weiß, es gibt eine Schuber-Version, die habe ich auch, aber und ich habe auch eine Box, Big Box. Aber wie gesagt, für den Kurs nimmt man das mit und es ist auch ein geiles Artwork, einfach nur geil. Genau, so, und dann gab es noch ein paar PlayStation 2 Spiele, sage ich euch gleich. Das war auf der 2. Runde, glaube ich. Da haben wir dann gesehen, da hatte eine Kiste mit Filmen und darunter lagen eine ganze Menge PlayStation 2 Spiele. Es sind jetzt, na gut, ein GameCube-Spiel sogar dazwischen. Das sind jetzt nicht die Knaller unbedingt, nicht unbedingt, aber wir haben dann jedes interessante Spiel einfach mitgenommen, weil gesagt wurde, ja, 50 Cent das Stück. Sind gebraucht, sind auch manchmal von außen hübscher, als sie im Inneren sind. Teilweise bei 1, 2 fehlen auch Handbücher. Und die Qualität, ja, sind halt ein bisschen angekratzt. Also dieses typische Abnutzung, ne? Diese Benutzungssachen. Einige müsste man dann schleifen lassen vielleicht, aber andererseits, ja, kann ich auch nichts dagegen sagen. Ein Teil bleibt in der Sammlung, ich weiß noch nicht genau welche, weil wir haben auch schon eine ganze Menge. Ein anderer Teil wird uns wieder verlassen.
Als erstes gab es Rapala Pro Fishing. Hat leider kein Handbuch, kenne ich gar nicht. Wird mal ausprobiert, auf jeden Fall. Dann gab es zweimal Ratchet und Clank. Ratchet und Clank 3. Und da war, glaube ich, auch Handbuch komplett dabei. Also, ja, genau, Handbuch und so ist dabei. Aber es ist eben halt die Platinum Edition. Genauso wie von Ratchet und Clank 2. Die Platinum Version. Das sieht von außen auf jeden Fall besser aus. CD ist aber ja, ein bisschen leicht beschlagen. Ich glaube, die muss noch mal wirklich geschliffen werden. Geht wohl nicht anders. Aber ein richtig gutes Spiel. PlayStation 2, Indiana Jones, die legendären Abenteuer. Richtig gutes Lego-Abenteuerspiel. Und die Lego-Spiele gehen ja auch immer. Und hier werden jetzt einige Lego-Star Wars-Spiele kommen. Ich werde aber erstmal die anderen nehmen. Ich greife die Lego Star Wars Spiele vor, ja. Und zwar haben wir hier nochmal Lego Star Wars 1 und 2. Das ist einmal das Videospiel in der Platinum-Version und die klassische Trilogie. Das und ich glaube, nee, bei der Klassik hier war das Handbuch dabei. Und wie gesagt, die CDs sind alle in Benutzung, aber ich glaube hier, genau, hier seht ihr, fehlt das Handbuch. Das haben wir auch, aber für 50 Cent. Ist es gute, ja, Tauschware, kann man so sagen. Genauso wie mitgenommen, einfach weil es interessant ist, dann Tony Hawk's American Wasteland in der Platinum Edition mit Handbuch bespielt. Kenne ich jetzt auch nicht, bin auch nicht so der Tony Hawk's Spieler, habe ich auch nie gespielt. Aber wie gesagt, die interessanten Titel für 50 Cent haben wir alle mitgenommen. Ich glaube, FIFA haben wir liegen lassen. Auch fast nur noch FIFA und ein Gran Turismo, weil ich Gran Turismo, glaube ich, PlayStation 2 schon zigmal hatte. Interessantes Spiel hier, Flatout, so ein Crash, Auto-Crash-Spiel mit Crash-Test-Dummies, die da durch die Gegend fliegen. Und ich bin da nicht so sicher, aber ich hörte, dass das eben halt unsere Fassung ist. Die Crash-Test-Dummies sozusagen sind in der internationalen Fassung nicht drin. Das ist, hat man mir so gesagt, dass es so ein bisschen die in der deutschen Version ist, damit die harmloser sind. Aber das habe ich nur gehört. Ich verlasst euch nicht in dem Fall auf mich. Durchaus möglich. Das muss ich nochmal nachforschen. Das wurde mir so gesagt. Prüfe ich nach. So, dann gab es noch, das ist auch kein schlechtes Spiel, Ratchet & Clank Gladiator. Und das ist wirklich in einem nicht schlechten Zustand. Ja gut, CD, dachte ich euch ja dasselbe. Handbuch ist ein bisschen angeknickt. Ich habe es extra andersrum gelegt, weil so eine Ecke da war. Auf jeden Fall haben wir das in der Sammlung nur in der Platinum-Edition und jetzt haben wir es in der, ja, in der klassischen Edition und dann, ja, kann man so dann aufnehmen. So, dann haben wir noch gefunden Midnight Club 3, auch von Rockstar, Dub Edition Remix und hier stand auch noch Bonus Features, das ist so ein Aufkleber, der drauf ist, den habe ich raufgelassen, zusätzliche Stadt, Tokyo Challenge, noch mehr Fahrzeuge, noch mehr Musiktracks, ist auch alles dabei. Gerade weil das anders ist, ich weiß nicht, ob es eine andere Fassung ist, muss ich auch nochmal nachforschen, aber wie gesagt, 50 Cent. Hat man gedacht, nimm mal mit. Genauso wie zwei andere, die wirklich nicht schlecht sind. Und das Spiel habe ich auch interessanterweise noch gar nicht in der, ja, ich habe es in der Sammlung als Presse-CD, aber nicht als, ja, als PlayStation-Edition so. Asterix und Obelix, auch komplett XXL. Auch ein sehr schönes Spiel von Atari und Renderware oder? Nee, Renderware. Auf jeden Fall von der Firma. Also richtig gut. Es macht auch Spaß. Ist auch geremaked worden. Inzwischen in einer besseren Qualität. Aber wie gesagt, kann man nur sagen, kein schlechtes Spiel. Kein schlechtes Spiel. Ich wiederhole mich jetzt auch mit dem nächsten. Das ist das GameCube-Spiel, was dabei lag. Interessanterweise Lego Star Wars 2. Die klassische Trilogie. Ja, und für GameCube für 50 Cent das. Na, auch hier alles dabei. Und GameCube auch gerade wegen der Hülle. Da ist allein die Hülle schon mehr als 50 Cent wert. Selbst wenn das ein No-Name-Titel wäre, FIFA, hätte man mitnehmen können oder müssen wegen der Hülle. Ja. Nachfolger des preisgekrönten Videospiels Lego Star Wars. Ja. Das war die Ausbeute. Trotz eines durchwachsenen Flohmarkts, sage ich mal. Jo.
Jetzt mache ich gleich noch ein paar schöne Aufnahmen für euch, so ein kleines Überbleibsel sozusagen, schöner Überblick von dem, was das alles ist, und sagt euch oder sagt mir, was ihr als Highlight empfindet, unabhängig jetzt mal von den Messfiguren. Muss ich sagen, bin ich diesmal bei den drei Fragezeichen Büchern am meisten begeistert, weil ich da was habe, was ich auch demnächst lesen werde. Ja, das war's diesmal für den Flohmarkt. Da unten ist ein Like-Button, freue ich mich drüber, dann sehe ich, dass ihr es angeschaut habt. Und kommentiert vor allen Dingen. Kommentieren ist ein bisschen wichtiger, denn ich würde gern von euch mal wissen, ja, was ist euer Highlight? Und ja, schreibt mir, wie es euch geht. Schreibt mir alles Mögliche zum Flohmarkt. Wie war es bei euch? Ihr könnt auch schreiben, was ihr auf dem Flohmarkt gefunden habt. Kommuniziert. Wir können reden. Das macht Spaß. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal.